Guten Abend, liebe Damen und Herren, guten Abend, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen von GSP. GSP leistet Beistand, leistet Hilfe in und nach Extremereignissen. Und nicht nur das, dass sie für Betroffene und Hinterbliebene da sind, sondern sie unterstützen auch Einsatzkräfte, Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, Rettungskräfte bei ihrer Arbeit und zum Beispiel auch beim Überbringen von Todesnachrichten nach Unglücken oder erfolgten Suiziden. Mit diesem bunten Blumenstrauß wollen wir einen symbolischen Akzent setzen für die vielen bunten Menschen und Institutionen, die das Hilfesystem in Luxemburg unterstützen und ermöglichen. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Ja, guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe GSPler, liebe Freunde. So ein bisschen war es für uns wie zurückkommen zu Freunden. In einer Zeit, wo man Freunde braucht. Oder auch Helfer. Meine Frau wird gerade wahnsinnig, weil sie merkt, dass ich zum fünften Mal meinen Vortrag heute Abend verändere und neu strukturiere, um zu gucken. Es wurde einiges schon gesagt, was ich nur wiederholen könnte, was ich nur unterstützen kann von den Vorrednern, von all diesen guten Gesprächen miteinander. Ich will es abkürzen bei mir und versuchen nachher möglichst schnell einfach mal Ihnen einen Einblick zu geben in Menschen, in Krisensituationen, die mir die Augen geöffnet haben, wie man auch Krise bewältigen kann oder wie man miteinander Krisen bewältigen kann. Krisenintervention vollzieht sich flexibel, strukturiert. Ohne beides geht es nicht. Und dann sich immer wieder anzupassen, den neuen Bedingungen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, zu schweigen, wenn es wichtig ist, das, glaube ich, sind Dinge, die wir lernen könnten und sollten. Und wir können diese Dinge auch lernen von den Betroffenen. Wir müssen nur sehr genau hinhören. Der liebe Gott hat uns zwei Ohren und einen Mund geschenkt. Vielleicht sollten wir diese, ja, mal sagen, zwei Ohren häufiger nutzen und etwas weniger im Einsatz den Mund, sondern da sein. Das habe ich in all meinen Einsätzen. Übrigens, mein erster Einsatz war ein Jahr vor der Gründung von GSP, 1996 bei dem Flugzeugabsturz in der Dominikanischen Republik. Da wurde ich einfach angerufen, ich war damals Leiter der Telefonseelsorge, wurde ich angerufen, kannst du mitfahren? Da ist ein Flugzeug abgestürzt, wir müssen danach versorgen. Das waren zwei Deutsche, ein Arzt und eine Krankenschwester, die schon Rammstein den Flugzeugabsturz oder dieses Unglück nachbetreut hatten und brauchten dann Hilfe und Unterstützung. Ich bin damit hingefahren, ohne das Wort Trauma richtig aussprechen zu können, weil damals gab es diese Geschichte mit akute Belastungsreaktion, posttraumatische Belastungsstörung, das war alles noch nicht so da. Und habe dann gelernt im Laufe der Zeit von diesen Menschen, was brauchen sie? Und gefragt diese Menschen hinterher, was hat euch geholfen? Dann wurde nicht gesagt Jürgen Schramm oder ein Seelsorger oder ein Psychologe, sondern es wurde gesagt, dass jemand in dieser Situation da war, der sich hat uns zugemutet und das erfüllt hat, was wir brauchten in dieser Zeit, wenn wir das benannt haben und ansonsten einfach auch wieder bescheiden nehmen. Und zwar, das ist, was ich gelernt habe. Und da werde ich gleich ganz gerne das eine oder andere Beispiel sagen. Aber vielleicht jetzt noch ganz kurz nochmal, was passiert bei der Überbringung von Todesnachrichten. Das wissen Sie alle, das kennen Sie alle. Die Menschen, da steht, hat einer mal gesagt, ein Elefant mitten im Raum, nimmt einem die Luft. Da ist Weinen, Schreien, da ist Aggression, da ist Depression. All das ist da in diesem Moment. Und all dieses, was da passiert, bildet sich bei uns, bei den Helfern, bei Ihnen ab, parallel. Vielleicht etwas abgeschwächt. Und von daher komme ich jetzt so ein bisschen
zu diesem Thema Psychohygiene, Selbstsorge. Was kann ich eigentlich tun? Was muss ich tun, damit ich nicht, und da können wir vielleicht eine Anleihe machen, der ein oder andere wird es kennen, bei Schmidt-Bauer, ein Psychoanalytiker, der zu dem Thema die hilflosen Helfer gearbeitet hat und ein Konzept entwickelt, das sich manchmal ein bisschen böse liest. Das heißt, es wird so ein bisschen darin vermittelt, die Helfer machen es ja doch alle nur für sich selbst, die wollen Dankbarkeit, die hatten haben eine narzisstische Störung in der frühen Kindheit und grenzt das dann allerdings und verändert das dann auch in sinnvolles Helfen, das Menschen wirklich weiterhilft in schwierigen Situationen. Und was können wir da raus machen? Wir müssen mehr diese Menschen und immer mehr, und ich glaube, das tut die GSP, dass immer mehr wir zuhören, was braucht ihr jetzt, dass wir ruhig sind, weil wir sonst, wenn wir zu schnell einschreiten, diese Menschen nicht mehr die Gelegenheit haben, selbst nachzudenken. Sie brauchen die Struktur, den Halt von uns, aber sie müssen die Zeit haben, selbst nachzudenken, was sie brauchen, sich wieder finden, um dann in dem, was passiert, unterstützt zu werden. Das, was er so sagt, Schmidt-Bauer oder auch andere Nachfolgende, die dieses Thema bearbeitet haben, ist, ihr verzehrt euch oft im Helfen, also passt auf euch auf, achtet auf euch, kehrt zurück zu euch selbst. Und das hat ein Coach, ein Mensch, der sich auch um andere gekümmert hat, wie ich finde, so schön formuliert, dass ich das gerne jetzt einfach mal vortragen lassen würde von Britta Nett. Britta. Gönne dich dir selbst. Das ist ein Auszug aus dem Brief von Werner von Clairvaux, der ihn geschrieben hat an seinen früheren Mönch, Papst Eugen III. Wo soll ich anfangen? Am besten bei deinen zahlreichen Beschäftigungen, denn ihretwegen habe ich am meisten Mitleid mit dir. Ich fürchte, dass du eingekeilt in deine zahlreichen Beschäftigungen keinen Ausweg mehr siehst und deshalb deine Stirn verhärtest. Dass du dich nach und nach des Gespürs für einen durchaus richtigen und heilsamen Schmerz entledigst. Es ist viel klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, als dass sie dich ziehen und dich nach und nach an einen Punkt führen, an dem du nicht landen willst. Wenn du dein ganzes Leben und Erleben völlig ins Tätigsein verlegst und keinen Raum mehr für Besinnung vorsiehst, soll ich dich da loben? Darin lobe ich dich nicht. Ich glaube, niemand wird dich loben, der das Wort Salomons kennt. Wer seine Tätigkeit einschränkt, erlangt Weisheit. Und bestimmt ist es der Tätigkeit selbst nicht förderlich, wenn ihr nicht die Besinnung vorangeht. Wenn du ganz und gar für alle da sein willst, nach dem Beispiel dessen, der allen alles geworden ist, lobe ich deine Menschlichkeit, aber nur, wenn sie voll und echt ist. Wie kannst du aber voll und echt Mensch sein, wenn du dich selbst verloren hast? Auch du bist ein Mensch. Damit deine Menschlichkeit allumfassend und vollkommen sein kann, musst du also nicht nur für alle anderen, sondern auch für dich selbst ein aufmerksames Herz haben. Denn was würde es dir nützen, wenn du, nach dem Wort des Herrn, alle gewinnen, aber als einzigen dich selber verlieren würdest? Wenn also alle Menschen ein Recht auf dich haben, dann sei auch du selbst ein Mensch, der ein Recht auf dich selbst hat. Warum solltest einzig du selbst nichts von dir haben? Wie lange bist du noch ein Geist, der auszieht und nie wieder heimkehrt? Wie lange noch schenkst du allen anderen deine Aufmerksamkeit, nur dir selbst nicht? Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? Denk also daran, gönne dich dir selbst. Ich sage nicht, tu das immer. Ich sage nicht, tu das oft. Aber ich sage, tu es wie immer wieder einmal.
Ja, dem möchte ich mich einfach anschließen. Ich glaube, das ist ein mahnendes Wort für uns Helfende, uns nicht im Helfen zu verlieren, sondern auf uns selbst auch immer wieder zu achten. Das haben wir gelernt in der Ausbildung, in der Fortbildung, in der Supervision können wir uns entlasten. Aber manchmal ist auch vielleicht ein Faktor, der uns wieder erdet, die Familie. Mich hat meine Familie irgendwann, ich war also 20 Jahre Leiter einer Telefonseelsorge, einer hauptberuflichen Telefonseelsorge, und dann die letzten 20 Jahre eigentlich im Bereich Krisenintervention bei fast allen größeren Ereignissen unterwegs. Mich hat meine Familie irgendwann an den Tisch gebeten, wir müssen mit dir reden. Und ich war etwas irritiert und habe mein Sündenregister mal so durchforscht, fand natürlich nichts. Und dann kam raus, wir möchten, dass du uns mal wieder ernst nimmst. Und ich war absolut der Meinung, dass ich Mutter, Vater, ein prachtvoller Ehemann bin und die Familie natürlich ernst nehme. Aber ich hatte auf alles, was meine Familie an mich heranbrachte, ein Ereignis, was viel schlimmer war, also auf alle negativen Dinge. Eine 5 in Mathe oder so irgendwas. Ich hatte auf alles, irgendetwas, was mich noch mehr bedrückte, was andere Menschen bedrückte, wo ich aufmerksam sein musste. Und ich habe da gemerkt, ich habe auch meine Familie, meine Tochter, meine Frau da etwas überfordert mit diesem Helfen wollen und habe dann angefangen nachzudenken, was kannst du eigentlich tun darüber hinaus. Und da habe ich dann angefangen, auch wirklich sehr anders zu arbeiten mit diesen Menschen, die wir betreuen, mit mir selbst. Und da möchte ich das ein oder andere sagen, was ich gelernt habe von den Menschen in der Betreuung. Ich werde gerufen als Notfallseelsorger damals zu einer älteren Frau, ungefähr so alt wie ich. Der Mann war tot im Bett aufgefunden worden von ihr. Die Notfallseelsorge wird wie hier auch von der Polizei dann informiert und ich war vor Ort. Rettungsassistenten, Notarzt haben den normalen, in Anführungsstrichen, Tod festgestellt und sind dann langsam Stück für Stück verschwunden und ich saß alleine, es war ganz in den Anfängen, mit dieser Frau. Mir fehlten so die richtigen Worte und wir haben uns ein bisschen angeschwiegen und dann haben wir miteinander geredet. Sie hat von ihrem Gatten erzählt, was es für eine schöne, lange Ehe war und dass es trotz dieser langen Zeit für sie ja, sehr, sehr schwer war, sich von ihm zu verabschieden. Und wir haben dann aber auch dann darüber nachgedacht, weil dieser Ehegatte ja noch anwesend war, im Ehebett lag, dass ein Beerdigungsunternehmer, ein Bestatter kommen würde, um ihn mitzunehmen und sie dann die Nacht im Bett alleine verbringen könnte. Er hat darauf mit mir gesprochen, immer wieder haben wir darüber nachgedacht und er kam nicht, dieser Mensch, und ich wusste jetzt auch nicht mehr, was ich tun sollte. Er kam und kam nicht. Und irgendwann sagt sie, ich habe ihn gar nicht bestellt. Da war es inzwischen mehrere Stunden lang und ich habe dann überlegt, was mache ich denn jetzt? Was machen Sie denn jetzt? Was machen Sie in der Nacht? Und dann sagte mir diese alte oder ältere Frau, ich übernachte bei meinem Mann. Ich möchte das Bett mit ihm teilen, ich möchte mich heute Nacht verabschieden. Das war mir vorher, ganz ehrlich gesagt, gar nicht klar, dass das eine Möglichkeit ist. Was sie dann sagte, und genau so sagte es auch, der beißt doch nicht, ich möchte mich heute Nacht von ihm verabschieden. Da ist mir klarer geworden, dass es Dinge gibt, die ich nicht vorher für diese Menschen schon denken kann, sondern dass ich vielleicht achtsamer sein muss, was bieten diese Menschen an. Ein anderes Beispiel, ich komme zu einer, als Notfallseelsorger auch wieder, zu einer polnischen Katholikin, die kommt von der Arbeit nach Hause und ihr Mann liegt tot im Bett, völlig für sie unvorbereitet. Polizei, Feuerwehr, Rettungssanitäter, Notarzt, alles wieder da und verziehen sich auch langsam wieder. Ein Versuch ist dann immer von uns, dass wir versuchen, diese Menschen in Kontakt zu bringen mit Freunden, mit Familienangehörigen, die etwas tun können für sie, aber es war keiner erreichbar. Also saßen wir dann wiederum
und haben eine Zeit lang uns angeschwiegen, indem wir warteten. Und irgendwann sagt sie, vielleicht können wir jetzt ja schon mal was tun in der Zwischenzeit, was Sinnvolles machen. Und dann sagte ich, was wäre das denn? Ja, Sie sind doch Notfallseelsorger, Sie könnten meinen Mann aussegnen und Sie könnten mir raten, welchen Anzug er anziehen soll. Ich habe wieder etwas geschluckt in diesem Fall und bin mit ihr nach nebenan. Dann hat sie mich aufgefordert, mit ihr ein Gebet zu sprechen. Sie hat vorgesprochen, ich habe nachgebetet. Ich bin evangelisch übrigens, sie war katholisch und polnisch, also sehr gut katholisch. Dann hat sie mich gefragt, ist das in Ordnung, der blaue Anzug und der gelbe Schlips? Und wir haben gemeint, ja, wieso eigentlich nicht? Und sie hat ihm den blauen Anzug und den gelben Schlips mit meiner Hilfe angezogen. Und dann war das Ganze eigentlich erledigt und fertig. Diese erste Frau, das habe ich eben noch vergessen, hat irgendwann zu mir gesagt, als ich da immer noch rumsaß und eigentlich nicht weggehen wollte, hat sie zu mir gesagt, Herr Schramm, Sie sind jetzt schon so lange da, Sie haben doch auch Familie, jetzt könnten Sie doch eigentlich nach Hause gehen, ich will jetzt ins Bett gehen. Das heißt, ich habe nicht dieses Gespräch beendet, sie hat dieses Gespräch beendet. Vielleicht noch ein zweites. Düsseldorf, Absturz dieser Germanwings-Maschine, Notfallseelsorge anwesend, 60 Hinterbliebene anwesend. Ein Mann davon verliert 4 Angehörige, Tochter, Schwiegersohn, 2 Kinder. Und erzählt dann im Gespräch mit den anderen, und ich habe jetzt eigentlich keinen Grund mehr weiterzuleben. Ich denke an Suizid. Ein sehr mitfühlender, wirklich sehr kompetenter Notfallseelsorger, und es hätte mir genauso passieren können, weil ich ertappe mich immer wieder auch bei solchen Floskeln, obwohl ich weiß, es ist nicht gut, hat dann gesagt, das kann ich gut verstehen. Können Sie sich die Reaktion des Mannes vorstellen? Das kann ich gut verstehen, und es kam genau so, ach so, Sie haben auch 4 Angehörige zu beklagen. Der Notfallseelsorger verdatterte etwas, war im Moment etwas unsicher, und dann hat dieser Mann ihn so zusammengefaltet und so auf ihn eingehackt, so aggressiv, dass der anschließend zu mir kam, dieser Notfallseelsorger, ich hatte da die Supervision im Hintergrund, zu mir kam und sagte, jetzt kann ich nach Hause gehen, das wird heute nichts mehr hier. Und nach einem kurzen Gespräch habe ich ihn gefragt, gibt es denn eine andere Lösung noch? Dann haben wir hin und her überlegt, und dann fiel ihm plötzlich ein, ich könnte mich auch bei ihm entschuldigen für diesen blöden Satz. Ich sagte, okay, dann gehen Sie dahin, entschuldigen Sie sich. Er ging hin, etwas ängstlich, muss ich sagen, und hat sich entschuldigt. Und der Mann fiel ihm um den Körper und umarmte ihn und sagte, danke. Und wieder verdattert, das konnte er jetzt überhaupt nicht verstehen. Was ist denn jetzt passiert? Er sagte, danke, ich danke Ihnen, dass ich endlich meine Wut, alles, was mich im Moment hier umtreibt, wenn all diese Menschen hier sind, dass ich diese Wut loswerden könnte, und Sie waren so ein dankbares Opfer. Entschuldigen Sie bitte, dass ich so auf Sie jetzt eingehackt habe. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, meine Aggressionen zumindest zeitweise loszuwerden. Beide waren den ganzen Tag unzertrennlich und hatten auch danach noch mehrere Gespräche gemeinsam. Ja, was heißt das für unsere Arbeit mit Menschen? Was heißt das für unser eigenes Selbsttun? Ja, ich glaube, wir sollten uns mehr leiten lassen von dem, was Menschen an uns heranbringen, mehr zuhören, nicht zu schnell mit all dem Wissen, was wir angespeichert haben, schon in die Bresche springen und dem anderen eigentlich gar keine Gelegenheit mehr geben, sein Gehirn zu strukturieren in dieser Situation, sein Gehirn nicht wirklich mehr auszulasten, sondern ihm Gelegenheit geben zu überlegen. Das Einzige, was wir tun können, wenn von ihm nichts kommt, ist zu fragen, was kann ich denn jetzt nochmal für Sie tun? Gibt es irgendetwas, was ich für Sie tun kann? Und auch da wieder geduldig sein. Und für mich ist das Schwierigste in dieser Arbeit gewesen, Pausen auszuhalten. Lange auszuhalten.
bis der andere dann vielleicht dann doch den Anfang gefunden hat. Und wenn das Thema Selbstsorge war, dann denke ich, das Erste, ich habe also jetzt mehrere Seiten weggelassen, ich kann die gerne zur Verfügung stellen, dann kann man das mal nachlesen, was ich mir so ausgedacht hatte vorher. Aber ich glaube, dass es das Wichtigste ist, sich an den Menschen zu orientieren und nochmal mit diesem Satz flexibel, strukturiert in solchen Krisensituationen umzugehen und nicht zu glauben, dass was ich meine, was für den anderen richtig ist, das ist, was für den anderen wirklich auch gut ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und einen schönen Abend.